Ja, hallo Freunde der Nacht, hier ist Christian Schmeier, Paterfaktionscoach, Psychologe. Heute fängt übrigens der Wutkurs an, habe ihn heute nochmal einmal zum Frühbucherpreis gelassen, letzter Tag. Vielleicht sehen wir uns auf der Party in München, ist ja schon in 14 Tagen, ne? Am 14. Auf Veranstaltung auf Liebeschip. Und heute reden wir mal über ein anderes Thema. Und zwar, ja, das Thema eine Nische finden. Ich habe da interessanterweise, also eine Business-Nische. Manchmal gehen wir ja auch ein bisschen in die Breite, vor allen Dingen, wenn wir auch mal so ein paar finanzspirituelle Themen hier abgreifen können, sage ich mal. Mache ich auch ganz gerne mal. Ja, gehen wir einfach mal rein, würde ich sagen. Hallo Christian, mich würde eine etwas andere Frage von dir interessieren. In letzter Zeit wird man auf Social Media immer mehr von Freunden überhäuft mit: Ich habe jetzt einen Online-Shop für Creme oder spring auf mein Business in die Selbstständigkeit, ich zeige dir wie. Oder auch Schneeballsysteme wie das Annehmen im Liegen steht hier. Vielleicht wisst ihr, was das ist, schreibt es mal in die Kommentare. Aber gut, Schneeballsysteme verstehen wir natürlich, welches ja völlig wirkungslos ist. Aber die Franchise-Nehmer hypen sich gegenseitig in den Himmel und posten dieses und somit fallen tatsächlich immer mehr Menschen darauf rein und wollen mitmachen. Naja, man muss sich immer vorstellen, eine Sache ist eigentlich ganz einfach, man muss sich immer überlegen, wenn ich eine absolut geniale Business-Idee habe, will ich dann das andere die auch haben? Aller Regel nicht. Also natürlich, ja, also kann das zum späteren Zeitpunkt auch mal interessant sein, aber wenn ich gerade ein geiles neues Produkt habe, sage ich dann, ja, verkauft doch auch dieses Produkt, das ist so geil. Macht ja keinen Sinn, weil dann will ich will ja den ganzen Umsatz machen. Wenn das wirklich so cool ist, dann will ich ja diesen ganzen Umsatz machen, ohne dass andere auch so viel davon abkriegen. Ne? Das nennt man auch mal so Markteintrittsbarriere. Die möchte ich ziemlich hoch haben, dass andere nicht in den gleichen Markt können. Ne? Das heißt, wenn dir jemand sagt, er macht etwas und ich will dir auch zeigen, wie man es macht, weil es so geil ist, ist eigentlich für mich schon ein Logikfehler drin. Ne? Ich denke, es ist auch oft so bei so Aktienforen oder Aktieninvestments, Discords oder was da alles gibt, denke ich auch oft. Muss man gerade noch was anmachen hier. Also denke ich auch oft, wenn das, wenn man so einen, nehmen wir mal, man hätte jetzt so einen geilen Aktien-Hack, die kann man einfach alleine reich werden und fertig, muss man auch nicht anderen erzählen. Da weiß man schon ein bisschen, in welche Richtung das geht, würde ich mal sagen. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Ich durchschaue solche Fake-Business, die wie gesagt immer nur auf Schneeballsystemen aufgebaut sind, sofort. Ja, bei Schneeballsystemen ist ja auch, es können ja nur die was verdienen auf dem Rücken der anderen. Das kann man natürlich Schneeballsystem, müsste man jetzt mal genauer definieren, weil natürlich gibt es Business, was weiß ich, Affiliate-Marketing oder was weiß ich, was jetzt grundsätzlich okay ist, aber so richtig echte Schneeballsysteme, ja, sind natürlich ethisch völlig daneben, aber es ist so der Ruf nach schnellem Geld, weil du musst es ja nicht verdienen, sondern du versuchst möglichst schnell deine ganzen Freunde oder Bekannten mit in den Abgrund zu ziehen, weil es verdienen nur diejenigen, welches die oben auf der Pyramide sind, ne? Die unten nimmst du ja quasi aus, ne? Wieso machen das immer mehr Menschen? Ja, man will sich heutzutage, also meiner Ansicht nach ist die einfach ganz einfach, man will sich keine Mühe mehr geben, ne? Also es ist, man hat, also genau wie beim Dating auch, man hat heute keine Lust mehr, woran es auch immer liegen mag, sich zu engagieren, ne? Also einen Dating-Prozess wirklich aufzubauen oder Dating zu lernen oder so, ne? Sondern es ist bei Geld auch so, ne? Ich will nicht wirklich was lernen, ich will nicht wirklich eine gute Idee haben, ich will mich nicht durch, was weiß ich, Businessplan machen oder solche Sachen durchwühlen, sondern viel schneller Geld machen, ne? So, und kein Bock, und wenn es ein bisschen unethisch ist, scheißegal. Ich habe auf alles ein Recht, ja, so sieht das dann aus, ne? Vorhin liegt das psychologisch, dass tatsächlich aktuell so viele Menschen die Artikel, welche zum Beispiel durch Promis promotet werden, kaufen. Ja, solange es überhaupt noch echte Produkte sind, also klar, man kann sich influenzen lassen, aber man kann es auch lassen, so, ne? Also wenn man jetzt wirklich das Gefühl hat, boah, das ist ein interessantes Produkt, das ist ja der Sinn von Influencer-Marketing, okay. Aber es werden ja momentan auch so Krypto-Coins auf den Markt gebracht von Prominenten, die jetzt wirklich so gar keinen Sinn haben. Und also es ist schon
seltsam. Aber das muss man natürlich immer sagen, solange es nicht explizit verboten ist. Also man braucht halt, also tatsächlich muss man schon mit wachen Augen durch die Welt gehen. Das ist ja nicht nur im Finanzbereich. Das ist eigentlich mit Beziehungen das Gleiche, ne? Warum sind die Menschen so anfällig auf dieses äußerst fragwürdigen Geschäftskonzept? Ja, ich erzähle euch gleich mal, wie ich das machen würde, wie ich es auch gemacht habe, eine Nische finden. Aber ich glaube, was gerne angesprochen wird, sind so diese Leute, die jetzt zum Beispiel spät, also sie sagen, boah, jetzt habe ich die Kinder groß, weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Und da kommt irgendjemand, ja, verkauft doch diese Cremes, ne? Das kannst du so nebenher machen. Ist ganz easy, musst du nur ein bisschen auf Instagram. Und was aber natürlich keiner sagt, ist, dass das überhaupt nicht easy ist. Und wie gesagt, nur für die Leute, die oben sind, irgendwas bringt. Aber ich glaube, es machen viele, weil sie denken, ja, ich will ja nur ein bisschen ein paar Stunden nebenbei arbeiten. Und ich glaube, so kommt man dazu, ne? Ich frage mich langsam, ob die Menschen sich tatsächlich genauso täuschen lassen, von allem, was ihnen Social Media vorgaukelt. Ist das gleiche wie in Beziehungen, ne? Da gibt es ja eben auch so eine Art Business-Love-Bombing gibt es auch. Und ja, aber wie kann man das denn besser machen so? Oder was? Also was ich so denke ist, also eine gute Arbeitsnische finden im Leben ist eine Sache, die nicht oft passiert. Also in meinem Leben ist das so 3-4 Mal passiert. Und also was du willst, ist quasi, aber das, man kann jetzt nicht sagen, dass es nicht Energie kostet. Das ist halt alles, was wirklich was bringt, musst du auch viel Energie reinstecken. Du musst quasi etwas finden, was jeder braucht, aber was noch nicht jeder weiß, dass er es braucht. Ne? Das ist so das große Geheimnis. Und Cremes sind es sehr wahrscheinlich nicht so, ne? Oder irgendwelche Kerzen oder ich weiß nicht was. Sondern also musst irgendwas finden, wo du weißt, das wird, jetzt wissen es noch nicht alle, aber bald werden es alle brauchen. Und da gehst du rein und dann, wenn die Welle anspült, bist du genau mittendrin so, ne? Ja, es ist natürlich schwer zu finden, aber also da hilft tatsächlich so ein bisschen Mitdenken, weil die meisten Menschen lassen sich so mit der Masse treiben, ist auch okay und erkennen das gar nicht, dass da irgendwas angerollt kommt, was wahrscheinlich bald alle brauchen werden, so, ne? Also bestes Beispiel in meinem Leben war, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, das war, als ich 2000 meine Praxis gegründet habe, meine psychologische, da hatten alle noch gelben Seiten, also für diejenigen, die das nicht kennen, das war dicke Telefonbücher, nur mit, ja, zum Beispiel eine Spalte war Eheberatung und dann stand ich auch drin, ne, Eheberatung, dann gibt's für Hamburg gab es dann die gelben Seiten und dann stehst du unter Eheberatung, stehst du irgendwie unter H, steht dann Hemschemeyer und so war das früher, ne, in den 90ern noch und ich habe mir damals gedacht, ich mache mir eine Internetseite. Und ich hör noch das Lachen von meinem Kumpels und meinem Psychologenkumpels im Ohr, wie dumm ich bin, aber das wäre so eine typische Sache, da wo ich meine, das war jetzt nicht so ein bewusster Gedanke, aber wo ich so gedacht habe, das wird bald jeder brauchen und ich will der Erste sein. Und das hat auch ganz lange funktioniert, weil wenn du eine Webseite hattest von 2000, also die ist noch, also lange ich in Hamburg gewohnt habe, ist die immer in Top 10 gewesen unter Eheberatung Hamburg und hat wirklich ewig lange funktioniert. Also es ist so absurd, das kann sich heute schon gar nicht mehr vorstellen. Und bei mir ist im Leben ist das immer so, dass ich, weiß ich nicht, ich glaube, man muss das ist ja auch in meinem Spirikurs, könnt ihr euch auch gerne mal wieder reinziehen. Diesen Monat geht übrigens Selbstbehauptungs-Challenge los, könnt ihr auch noch einsteigen. Dass da so irgendwie so ein Gefühl ist, dass irgendwie so eine innere Stimme einem sagt, boah, das ist geil und darauf muss man irgendwie hören. Ich habe das bestimmt auch nicht immer im Leben gemacht. Da kommen wir auch schon zum zweiten Beispiel. Das zweite Beispiel war, da hatte ich angefangen mit Teambuildings, also für Unternehmen gearbeitet. Und dann kam das iPhone. Ich hatte das Gefühl, das iPhone wird ein Kracher. Und das kam ja vor dem iPad noch. Und ich habe dann, was kennt das heute noch so ist, damals war auch Teambuilding sehr on vogue und ich habe so gedacht, die Welt braucht ein Teambuilding mit iPhones, weil die waren ja auch, also schon die ersten iPhones waren ja so der größte Hype und dann habe ich dann 2009 mit
mit so einer Immobilienfirma, weil ich nicht, werde ich vergessen, auch in Bad Schandau, das erste iPhone-Teambuilding. Ich weiß noch, wir haben uns so abgesprochen, ich habe 2 iPhone gekauft und mein Kunde hat 2 iPhone gekauft und wir haben damit, das sind 4 iPhones, haben wir eine total geile Rallye gemacht und das, und da hat, muss ich auch sagen, hat auch meine innere Stimme gesagt, du solltest da Volldampf reingehen, auch mit Werbung, und da habe ich leider gekniffen. War auch damals schwierig, so mit kleinen Kindern und da so richtig zu investieren, da habe ich leider gekniffen, weil da hätte man noch viel mehr ausmachen können. Also ich habe da trotzdem auch davon jahrelang echt ganz gut gelebt, dann von, mit iPad-Rallies. Ja, das dritte Mal, wo es so richtig Klick gemacht hat, könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich vorstellen, war beim Thema Online-Kurs. Jetzt, da muss ich ehrlich gesagt sagen, da habe ich wirklich gar nicht drüber nachgedacht, ob das irgendwann mal alle brauchen, weil das war noch vor Corona. Aber ich werde diesen Moment nie vergessen. Ich habe mit so einem amerikanischen Coach geredet und wir haben irgendwas besprochen und dann wollte ich schon auflegen, also den Zoom-Hörer auflegen, und dann sagt sie so, Mensch, Christian, Online-Kurs, das wäre doch was für dich. Und es hat bei mir sofort, da war sofort dieses Gefühl, bumm. So, ne? Und ich muss auch sagen, bei all diesen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, ob das jetzt diese iRallies war, wie ich das genannt habe, Online-Kurse, das Internet 2000, es hat sofort funktioniert. Also das ist auch mit meinen Online-Kursen, die gibt es ja jetzt seit 2016 oder 17 so, wenn sofort funktioniert. Ich weiß, ich bin nach Kuba gefahren mit meinem Sohn, kein Internet, ich kam wieder und dachte, was ist denn hier passiert? Wow, krass. Also und war natürlich dann, als dann Corona kam, ja, war natürlich super. Jetzt heute müssen alle Leute dem hinterherlaufen. Aber gut, ich meine, ist das jetzt Glück oder nicht Glück? Also ich würde schon sagen, du kannst, wenn du, das ist ja auch ein Spielrekursthema, wenn du dann Unterbewusstsein richtig ausrichtest und auch immer Energie reinsteckst. Ich habe auch in all diesen Sachen, ich habe da irrsinnig viel Energie reingesteckt, so. Ja, wenn du dann noch die Fügung günstig ist, bemerkst du vielleicht diesen Punkt, wo plötzlich irgendwas Neues ins Leben gespült wird. Und ich bin überzeugt, dass diese Sachen immer wieder kommen. Ich habe auch ganz viele Sachen, wie gesagt, ich glaube, bei meinem Leben kam es vielleicht alle 10 Jahre mal so ein Ding. Ich würde auch sagen, ich habe ganz viele Sachen verpasst, die man auch hätte machen können, so, ne? Also ich kann mich daran erinnern, dass ich ganz früh mal irgendwas mit Bitcoin, ich bin ja auch so technisch interessiert, mit Bitcoin zu tun hatte, als die noch gar nichts wert waren. Wenn es da so ein bisschen Klick gemacht hätte, dann hätte ich jetzt auf einen Stapel Bitcoin sitzen für viel Geld. Was mir neulich noch eingefallen, was noch an mir vorbeigegangen ist, komme jetzt gerade nicht drauf, aber es gibt natürlich hunderte, tausende Trends, die man auch nicht erwischt, ne? Also ist dann halt so, ne? Also das und also glaubt, man braucht so eine Offenheit, und also so würde ich Business Nischen angehen, nicht irgendwie, das sage ich ja im Dating auch immer wieder, wenn du mit wenig Energie rangehst und so, Schneeballsystem ist wenig Energie, ne? Es ist so, boah, das ist so, ach komm, das mache ich jetzt mal, das ist scheißegal, ziehe ich meine Freunde mit rein. Das ist so niedrig schwingende Sachen, die scheinbar einfach sind, aber letzten Endes dir sehr wahrscheinlich nicht viel bringen werden oder und dann auch deine Freundschaften kosten. Und ja, aber ich glaube, das ist für jeden möglich, dass wenn du dich wirklich reinhängst in eine Sache und da versuchst, besser zu werden und dein Unterbewusstsein mit an Bord holst, ne, durch entsprechende Affirmationen oder letztlich das gleiche, Manifestationsübungen, ich weiß nicht was, und dann noch, ich nenne das ja immer diese Intuition und inspirierte Aktion, also wenn dann plötzlich so eine intuitive Sache kommt, du solltest jetzt das machen, also manifestieren ist nicht, dass du da sitzt und denkst, jetzt kart jemand einen Goldsack zum Fenster rein, sondern das ist so inspirierte Aktion, ne? Also dass du das Gefühl hast, das sollte ich machen, und du kannst gar nicht genau sagen, warum. Aber das natürlich nicht, ich könnte jetzt auch 10 Sachen aufzählen, wo ich gedacht habe, die sind gut und haben auch nicht funktioniert. Letzten Endes entscheidet es der Markt, ne? Das ist normal so, ne? Ja, aber spannend. Bin auch schon gespannt, ich habe auch schon, aber da sage ich jetzt nichts zu.
könnte mir vorstellen, dass sich gerade so eine vierte Sache herausschält, aber schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Genau, also lasst euch, also das gelten eigentlich, wenn ihr diese Liebeship-Sachen hier macht. Ist ja meiner Ansicht nach, es ist so eine Art Bewusstseinserweiterung und wie gesagt, es gelten da, also diese Prinzipien gelten eigentlich genauso im Business-Bereich, ne? Da gibt es auch Standards und Dealbreaker, oder wenn du Leute einstellst oder wenn du Geschäftspartner hast, gibt es auch Standards und Dealbreaker. Die sind vielleicht ein bisschen anders definiert, es gibt Schaumschläger, es gibt Leute, die versuchen nicht übers Ohr zu hauen, in den Abgrund zu ziehen, gibt es alles genauso, sind ja auch die gleichen Leute teilweise, ne? Also das. Also jemand, der im Beziehungsding ein Lovebomber ist, der ist, kann gut sein, oder sehr wahrscheinlich ist der in Business-Ding auch so ein Lovebomber, ne? Und mit nicht viel dahinter so. Ist schon eine verrückte Welt. Aber so würde ich das angehen, ne? Vielleicht fällt dir auch ein Beispiel an aus deinem Leben, kannst du ja mal in die Kommentare schreiben. Aber es ist wirklich, also das ist, glaube ich, der springende Punkt. Eine Welle, wie so ein Surfer, eine Welle erwischen, bevor jeder die Welle sieht. Habt ihr das Gefühl jetzt zum Beispiel nicht bei künstlicher Intelligenz? Da habe ich irgendwie ein ganz anderes Gefühl zu. Also, keine Ahnung. Aber wer weiß. Wie gesagt, es sind genug Wellen da. Und sind also auch für jeden genug Wellen da, würde ich mal sagen. Aber ohne Energie geht's nicht. Was denkt ihr dazu? Macht die Fragen Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.